heute gibt's bei Guess the Rank drei unterschiedliche Replays. Aber alle drei haben denselben Rang. Und kannst du erraten, welchen Rang sie haben? Der erste Einsender, Dark Avenger, heißt er. Und wir haben überall ein 2 versus 2. Sehr, sehr schöner Kickoff. Erstmal nach hinten fahren, deinem Teammate den Ball überlassen. Oh, die blauen Double committen. Das heißt, du bist jetzt frei vorm Tor. Kannst den Ball eigentlich auch ohne Boost reinschieben. Machst nochmal ein Passing Play draus. Ball ist drin. 1:0. Ja, und dieser Kickoff ist speziell. Du fährst nach vorne und nach hinten, um das kleine Boost-Pad mitzunehmen. Ist okay, kann man machen. Auch den Aerial kann man machen. Sehr schön. Von hinten links nach vorne rechts. Nimmst dir hinten den Boost, vorne den Boost. Geh weg. Oh, da war ein Double Commit am Start. Das war nicht ganz so geil, aber da kann ich dir keine Schuld geben. Da muss dein Teammate leider etwas warten, bis du erstmal ein bisschen rotieren kannst. Und jetzt haust du einen ziemlich nicen Flick raus. Double Tap? Nein, schade. Gelingt dir nicht, aber es war eine sehr, sehr schöne Szene. Trotzdem, jetzt wird's gefährlich. Du bekommst die Demo. Vielleicht ein Pinch? Oh, es wurde ein Double Commit, aber ich glaube, ich hätte es genauso getan, weil... Hat sich schon irgendwie angeboten, da auf den Pinch zu gehen. Den Ball hast du leider nicht, dein Teammate auch nicht. Deswegen ist der Ball jetzt drin. Und den Ball kann dein Teammate jetzt richtig gut führen. User disconnected from your channel. Was ist AFK? Oh nö, jetzt wird es ziemlich ekelhaft für dich. Er ist wieder da. Alles cool. Vielleicht nur ein Disconnect vom Controller gehabt oder so? Also ich finde, du spielst wirklich gut, aber du spielst mir zu egoistisch. Du willst jeden Ball selber spielen, selber kontrollieren. Du traust deinem Teammate nicht allzu viel zu. Auch hier fährst du ihm jetzt viel zu nah auf. Lass ihm ein bisschen mehr Space, damit er auch sieht, dass du ihm vertraust. Jetzt kannst du den Ball zum Beispiel mitnehmen, kannst ihn an die Wand pinchen. Super nice. Kannst den Ball vielleicht nochmal anspielen. Ja, ist immer noch heiß, der Ball. Vielleicht jetzt nochmal spielen für deinen Teammate Passing Play. Aber auch da gehst du wieder mit drauf herum. Und auch der Kickoff ist interessant. Du machst also eher diese Kickoffs, aber dein Teammate bekommt die Demo und du kannst den Ball for free reinmachen. Geile Sache. Und hier jetzt schon wieder sowas. Du fährst einfach deinem Teammate jetzt dazwischen. Ja, okay, er ist mit dem Rücken zum Ball, aber trotzdem lass ihn den Ball doch einfach spielen. Er kann den Ball auf jeden Fall bekommen. Da musst du nicht zwingend reingrätschen. Auch wenn du eigentlich der Bessere von den beiden bist, weil du eigentlich ziemlich geile Aktionen raushauen kannst, wie zum Beispiel auch diese, der Ball ist noch nicht drin. Jetzt vielleicht Passing Play, aber dein Teammate hat den Ball nicht. Also, das Replay gefällt mir richtig gut. Du hast fast fehlerfrei gespielt, warst mir aber ein bisschen zu egoistisch. Von daher würde ich sagen, das Replay ist ungefähr Diamant 2 bis Champion 1. Und da wir die anderen beiden Replays noch nicht gesehen haben, gehe ich erstmal vom Höchsten aus. Ich sage also, du bist Champion 1. Zweite Runde von Eric Gaming und natürlich auch hier ein 2 versus 2, weil alle Replays haben denselben Rang. Deswegen müssen wir natürlich auch dieselbe Lobby Größe nehmen. Kickoff war erstmal okay, Ball kommt aber gefährlich, aber du kannst den Ball erstmal vielleicht... Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr auf. Was ist denn los heute? Auch er war kurz AFK, aber ist wieder da und vielleicht kannst du jetzt gleich das Passing Play verwerten. Aua. Aber du stehst dazu defensiv rum, deswegen ist der Blaue schneller dran und kann dir den Ball abluchsen. Da musst du ein bisschen schneller reagieren. Da gibt es einen Double Commit, da darfst du eigentlich nicht drauf gehen und der Ball ist aber noch... nicht drin. Auch da brauchst du ein bisschen lange, also schwieriger Anfang. Auch da war ein Double Commit und der Ball ist aber nicht drin. Schade. Ja, und hier finde ich, dass du zu weit hinten stehst. Du darfst deinem Gegner nicht so viel Platz lassen. Ein bisschen nach vorne pushen, so wie hier, aber auch nicht zu sehr. Ansonsten kannst du dich ganz leicht überspielen lassen, so wie hier. Reingelegt! Ah, Ball ist drin. Ich finde dein Decision-Making nicht so geil. Aber der Ball kommt gut. Aber auch hier brauchst du leider wieder zu lange. Du turnst jetzt so. Du kannst doch eigentlich nach innen. Danke. War hier schöner. Hier dafür, Alblali. Bam, das war richtig schön gemacht. Kannst den Ball jetzt nicht anspielen. Also, ja, auf jeden Fall, du musst deine Entscheidungen besser und schneller... Ja, du musst sie besser und schneller treffen. Ball ist aber noch nicht drin. Wichtig, schöner Save. Das Preset von ihm finde ich übrigens richtig cool. Mit den Cristiano-Rädern, dem Meteoritensturm und die Lackierung Metallic Pearl. Und wusstest du, auf der Seite rl.exchange bekommst du diese Items und viel mehr, unter anderem auch mit 40% Rabatt. Diese drei Items kosten dort zum Beispiel nur 18,35 €. Aber nur, wenn du den Gutscheincode ENIAD dazu zupackst. Denn damit sparst du nochmal 3%. Auch der Ball kommt gefährlich, aber da kannst du eigentlich... Fahr drauf! Fahr doch drauf! Oh Gott, ich werde so unruhig gerade, weil
Du musst ein bisschen aktiver werden jetzt, aber ja, schön, du bist durch. Wichtig und Comeback 2:1 nur noch. Und ihr habt den Ausgleich geschafft, das riecht doch nach einem Comeback. Oh, das Replay macht mich richtig nervös. Es tut mir so leid, aber ich finde es echt nicht so gut. Jetzt aber nochmal eine Chance. Come on, mach ihn rein, bitte. Ja, ihr führt mit 3:2. Also ich muss hier leider ehrlich sein und natürlich auch mit dem ersten vergleichen. Und ich fand das Replay sehr viel schlechter als der erste. Aber wir wissen ja, beide haben denselben Rang. Trotzdem bin ich bei ihm eher so bei Platin 1. Deswegen treffen wir uns in der Mitte und ich sage, beide Spieler sind Diamant 2. Letzte Runde für heute. Fips Titan heißt er und jetzt bin ich super gespannt, wie du dich anstellen wirst, weil du hast auch denselben Rang wie die anderen beiden und der Ball kommt erstmal gut. Dein Mate kann den Ball erstmal ablegen. Ja, da kannst du auf ein Aerial drauf gehen. Das machst du gut. Vielleicht ein Double Tap. Du hast vollen Boost. Du machst ihn. Boah, geil. 1:0. Dein Teammate hat den Ball und kann ihn vielleicht jetzt... Nein, dein Teammate muss den Ball spielen. Das war ein Double Commit von dir. Auch wenn du den Ball natürlich schön aufs Tor gehauen hast. Das war nicht dein Ball. Aber du hast ein schönes Positioning. Wartest da erstmal. Wartest schön ab auf den Fehler vom Orangenen. Kannst den Ball jetzt nach oben flicken. Bekommst ihn aber... Recovery? Recovery ist nicht so gut. Deswegen ist der Ball jetzt drin. Der Ball ist nicht drin. Und du kannst ihn safen. Wichtig. Deine Rotation und dein Positioning gefallen mir richtig gut. Und vor allem auch die Game Sense. Hier stehst du erstmal so und fährst jetzt nach rechts, weil du den Ball gut antizipieren kannst. Und deswegen bekommst du den Ball rein. Das ist super geil gespielt, wirklich. Und defensiv stehst du auch gut. Bist hier im Tor. Kannst den Ball jetzt raushauen. Dein Teammate überlässt dir den Ball. Das wäre ein schöner 50 geworden, wenn der Orange den Ball getroffen hätte. Passing Play. Auch das hast du drauf. Der Ball kommt gut für deinen Teammate. Vielleicht jetzt hier ans Backboard. Du kannst nach oben gehen. Wow, wirklich grandios. Und jetzt let's go. Zeig mal, was du drauf hast. Vielleicht einen schönen Aerial raushauen. Wirst gerammt. Du kannst den Ceiling aber noch hinbekommen. Double Commit. Passing Play. Ball ist drin. Das ist unfassbar crazy. Boah, das wird richtig schwierig einzuschätzen. Ich muss sagen, dein Replay fand ich am besten von allen dreien. Und das könnte meiner Meinung nach Champion 1 bis Champion 2 sein. Aber alle drei haben denselben Rang. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was kann das für ein Rang sein? Aber das einzige Replay, was wirklich so ein bisschen rausfällt, war das zweite. Deswegen würde ich sagen, dass der zweite vielleicht nur einen schlechten Tag gehabt hat. Deswegen entscheide ich mich jetzt und sage, alle drei sind Champion 1, auch wenn das absolut keinen Sinn ergibt. Was aber einen Sinn ergibt, wenn du meinen Kanal jetzt abonnierst und die Glocke aktivierst, würde mich mega freuen, denn so verpasst du wirklich kein einziges Video mehr. Dann fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Das erste Replay von Dark Avenger fand ich richtig gut, aber er hat mir ein bisschen zu egoistisch gespielt. Der zweite, Eric Gaming, war mir dann aber viel zu passiv und ist auf fast keinen Ball schnell und klug draufgefahren. Und der dritte, Fips Titan, war der beste von allen dreien. Schöne Rotation, schöne Game Sense, schöne Mechanics, schönes Positioning, alles eigentlich top. Deswegen habe ich gesagt, alle drei sind Champion 1. Und was meinst du? Welchen Rang denkst du haben alle drei? Schreibt mir das jetzt unbedingt noch in die Kommentare, bevor jetzt die Auflösung kommt. Seid ihr ready? Alles klar, ich löse jetzt auf. Waren alle drei wirklich Champion 1? Oh mein Gott, nein. Alle drei Replays waren Platin 3. Okay, dann war das zweite Replay nicht das Problem, sondern der erste und der dritte. Weil der zweite könnte auf jeden Fall Platin 3 sein. Aber Replay 1 und Replay 3, nein, sorry, das war doch für Platin 3 viel zu gut. Aber ich kann versichern, es waren auf jeden Fall keine Smurfs. Das ist wirklich crazy und ich bin auf deine Meinung gespannt. Und ich muss jetzt Frust essen, also hole ich mir einen Döner.